DBG6 Einführung. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Heute werden wir uns mal ein bisschen um diese Lokomotive kümmern hier. Lokomotive in der grau-grünen Werkslackierung. Bei der Deutschen Bahn wird diese leichte Rangier- und Streckenlokomotive aus Baureihe 650 geführt. Ja, mit der werden wir uns heute beschäftigen. In dieser Einführung lernen Sie, wie man die G6 vorbereit macht und die wichtigsten Bedienschritte der Fahr- und Bremssteuerung beherrscht. Steigen Sie auf. Ja, das werden wir tun. Weil die ist nämlich immer noch ein bisschen schwer zu steuern, finde ich. Und zunächst müssen wir sicherstellen, dass die Luftversorgung der Hauptluftleitung eingeschaltet ist. Öffnen Sie die Türen zum Luftgerüst und schließen Sie den Absperrhahn. Okay, hier muss ich erstmal dran. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Hebel hier drücken. Ach. So, Türen wieder schließen. Dann müssen wir uns hier reinbegeben. Die habe ich bereits geöffnet und geschlossen. So, dann setzen wir uns in unseren Sitz. So. Als allererstes müssen wir den Batterieschlüssel einstecken. Das ist anscheinend hier. So, dann müssen wir die Spitzenbeleuchtung auf Rangierposition. Motorstart. Diese Lokomotive verfügt über zwei Fahrpulte. Es ist immer nur ein Fahrpult aktiv. Schalten Sie das zu verwendende Fahrpult mit einem der Fahrtrichtungstaster aktiv. Beachten Sie, dass das aktive Fahrpult und die momentan gewählte Fahrtrichtung nur gewechselt werden können, wenn die Lokomotive steht und alle sechs Bedienhebel in Mittelstellung stehen. So, das haben wir auch erledigt. Sie können das aktivierte Fahrpult mit einem erneuten Druck auf den aktiven Taster deaktivieren. Das wird benötigt, wenn Sie die Lokomotive abrüsten wollen. Zum Wechseln des Fahrpultes ist dies nicht nötig. Diese Lokomotive verfügt über vier verschiedene Bremssysteme. Die Zugbremse, die Lokbremse, eine Federspeicherbremse und eine hydrodynamische Bremse. Alle Bremshebel sowie der Fahr- und Bremsschalter verwenden eine Zeitsteuerung. Je länger Sie in einer Position verweilen, umso mehr verändert sich der Wert, bis das Maximum oder Minimum erreicht wurde. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Lösen. Warten Sie, bis die Federspeicherbremse gelöst wurde. Das ist geschehen. Dann müssen wir. Um Leistung aufzuschalten und losfahren zu können, müssen Sie den Fahr- und Bremsschalter in die vorderste Position tasten und so lange halten, bis die gewünschte Leistung erreicht ist. Lassen Sie los, um die erreichte Leistung zu halten. Na dann. Die hydrodynamische Bremse wird mit dem Fahr- und Bremsschalter bedient. Sie erleichtert das dosierte Bremsen und arbeitet nahezu verschleißfrei. Ah ja. Bremsen Sie nun mit der hydrodynamischen Bremse. Ziehen Sie den Fahr- und Bremsschalter ganz zurück und halten ihn fest, bis etwa 50% Bremskraft erreicht sind. Lassen Sie dann los. Eine
Eigenheit der dynamischen Bremse der G6 ist, dass diese bei abnehmender Geschwindigkeit an Bremskraft zunimmt. Beachten Sie dies stets bei Ihrer Fahrt. Sehr gut. Fahren Sie nun zum angegebenen Ort und verwenden erneut die dynamische Bremse, um anzuhalten. Das war ein schickes Foto hier. So. Nun denn, jetzt wollen wir mal unser Glück versuchen. Stück muss ich wohl noch. Das ist echt nicht einfach, das sage ich euch nun mal so dabei, ne? So, sollen wir warten. Dann tun wir das mal. Wechseln wir nun das Fahrpult, um in die andere Richtung zu fahren. Ziehen Sie die Lokbremse an und bringen Sie alle Hebel in Mittelstellung. Ah ja. So, dann einmal umsetzen. Gut gemacht. Kuppeln Sie nun an die Wagen im Gleis 406 an. Kontaktieren Sie zunächst den Fahrdienstleiter und erbitten um Freigabe zur Einfahrt. Das machen wir. So, dann können wir loslegen. Wunderschön. Wunderschön. So, ein bisschen wach war noch, aber ich wollte nicht allzu schnell daran knallen. Ich glaube so 3 km/h, 3,5 dürfte eigentlich passen. Ah, das war mir klar. So, wollen wir mal aussteigen? Ich hoffe, das reicht.
da. Tür auf. Passt. Wechseln Sie nun zurück zu Fahrpult 1 und fahren dann zum angegebenen Ort. Das machen wir. Also wie gehabt. Das war mir klar, was ist denn jetzt los hier? Den da nicht ausgestellt? So. Das war mein Problem. Jetzt funktioniert es auch. Es hat hier natürlich einiges zu schleppen, ja? Zugbremse wird verwendet, wenn größere Lasten bewegt werden. Sie können jedoch bis kurz vor den Halt auch die dynamische Bremse verwenden. Achten Sie dabei immer auf das Zuggewicht. Je schwerer der Zug ist, umso weniger wirksam ist die dynamische Bremse im oberen Geschwindigkeitsbereich. Um mit der Zugbremse zu bremsen, bewegen Sie den Bremshebel eine Stufe nach hinten. Die Hauptluftleitung wird nun über die Zeit geleert. Bewegen Sie den Hebel danach zurück in die Halteposition, um die Bremskraft zu erhalten. Stellen Sie den Bremshebel auf Bremsen und belassen ihn dort, bis der Hauptluftleitungsdruck etwa 4 bar erreicht hat. Stellen Sie ihn dann auf Halten zurück und warten, bis der Zug anhält. So, und jetzt? Sehr gut. Lösen Sie nun die Bremse wieder, indem Sie den Hebel der Zugbremse auf Lösen bewegen und dort belassen. Fahren Sie dann zum angegebenen Ort. Warten Sie etwas, bis die Bremsen der Wagen vollständig gelöst sind. Schauen wir mal, ob wir das schaffen.
Das sollte passen. Das sollte einigermaßen passen. Rückwärts. Hagenhaspe. Ah ja. Das heißt, wir schieben jetzt. Oh. Also Bremse lösen. Auch mal schön die Perspektive, finde ich. Oh, diesmal ist das rote Signal wieder total. Hinter dem Zielpunkt, das finde ich überhaupt nicht schön. Obwohl es geht, oder? Ist echt knapp. Wundert euch nicht, ich habe noch 100 Meter. Ich muss mit der Lok in dem Punkt stehen. Stop! Da war mir nämlich klar, es ist viel zu weit. Ah. Das sieht doch viel besser aus. Viel besser. Sehr schön. Bevor wir nun die Wagen abkuppeln, ein Wort zum Arbeitsschutz. Setzen Sie stets Ihren Schutzhelm auf, wenn Sie außerhalb des Führerstands arbeiten. Setzen Sie ihn nun kurz ab und wieder auf. Verstehen Sie dies als eine Übung. Soll ich meinen Helm aufsetzen? Ernsthaft? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Sehr gut. Arbeitsschutz ist wichtig. Vergessen Sie deshalb nie, den Schutzhelm zu verwenden. Kuppeln Sie nun die Wagen wieder ab. Aber natürlich, mit dem Helm auf dem Kopf. So.
So. Kann ich eigentlich meinen Helm wieder absetzen? Ach, lass mal das. Gut, dann auf geht's. Bleiben wir einfach mal für 15 km/h. Ich denke, das reicht. Bevor wir da gleich über das rote Signal sausen. Das wäre jetzt eher blöde. Ach, gucke mal, da sitzt er. Der gute Herr. Der hat aber keinen Helm auf. Und der Lichter auch nicht. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, ist das knapp. Egal, Hauptsache nicht übers rote Signal. Hervorragend. Sie haben diese Einführung erfolgreich abgeschlossen. Wunderschön. Sie beherrschen nun die Grundlagen der Bedienung dieser G6-Lokomotive. So, was kriegen wir denn dafür? Gold, perfekt. Ja. Das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Einführung für diese wunderschöne Diesel-Rangierlokomotive. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. In einem nächsten Video hört ihr mich wieder. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Euer Dedenich Spieters. Haut rein. Macht's gut.